Und nein, kein einziger Drop von denen. So, einen Trank trinken, sicher ist sicher. Ja. Und weitergehen. Hier ist eine Leiter versteckt. Und hier ist eine große, große Ratte. Zu einer Tür, die sich von dieser Seite nicht öffnen lässt. Das hier ist nämlich eine Abkürzung. Unbedingt merken. Wir müssen nämlich erst einmal hier weiter. Zu vielen kleinen Feigenratten, die irgendwann mutig werden und sterben. Und eine Großaxt beschützen. So, und jetzt kommt gleich eine Stelle, an der habe ich mich schon, habe ich mich das erste Mal erschreckt. Nämlich diese Kiste hier. Ist keine gewöhnliche Kiste. Da ist Assassinenratte drin. Die uns ganz leicht vergiften kann. So, noch mehr Ratten. Die wir ausschalten sollten, weil sie Menschlichkeit dabei haben und vielleicht irgendwann den Mut kriegen, uns in den Rücken zu fallen. Genau, du hast Menschlichkeit dabei. Und du hast einen Kanalkammerschlüssel. Und die große Ratte kommt nicht an uns ran, aber sie giert schon auf uns. Kein gutes Zeichen. So. Hier sind manchmal Geheimtüren, hier ist aber keine. Also sie sehen verdächtig aus, die Türen. Das hier ist ein Todesgang, den gehen wir lieber nicht entlang. Sondern gehen hier durch die Nebelwand. Und zwar kommen wir hier. Man sieht schon, dort unten ist ein neuer Channeler. Also so ein blöder Magier. Und der macht jetzt die Ratten hier stärker. So. Aber wir schießen ihm in den Kopf. Das ist die beste Strategie, so portet er sich nämlich nicht weg. Weil wenn der hier sich wegportet, kann das unangenehm für uns sein. So, weg ist er. Und jetzt müssen wir nur noch die Ratten hier ausschalten, die er dabei hatte. Was eigentlich ganz leicht ist, wenn er nicht mehr lebt. Und zum Glück auch nicht respawnt. So, weg mit dir. Hm, war hier gerade was? Oder war das nur der Balken? So, einen Schluck trinken. Wir haben ja noch genug Flakons. So, hier lang geht's theoretisch weiter. Immer mal wieder die Kisten checken. Aber wir wollen erstmal in die andere Richtung. Und ja, hier sieht man eine große Halle und da hinten sieht man etwas funkeln. Da liegt also was zum Plündern. Hier sollten wir wieder aufpassen, weil in den Kisten sind Ratten. So. Also etwas kleinere Version, die gerade eben waren ja etwas dicker. Hier ist nichts drin. Hier ist dafür eine große Scherbe, unsere erste große Scherbe. Bei der steht auch ein Text. Verstärkt Sternwaffen auf plus 10, krude Waffen auf plus 5. Titanitscherben sind Bruchstücke der legendären Schollen. Titanit wird zur Verstärkung von Waffen eingesetzt. Also ja, das sind die größeren Scherben. Also ich nenne die kleinen ab jetzt Splitter und die großen nenne ich ab jetzt nur noch Scherben, weil mir das irgendwie mal zu doof ist, die zu trennen. Damit können wir unser Claymore jetzt von plus 5 auf plus 6 machen. Dazu müssen wir aber erst einmal unserem Schmied die große Glut geben. So. Aber erst einmal packen
wir uns durch den Kameraden. So. Der hat auch wieder nichts dabei. Und hier wäre übrigens die nächste Todesfalle, deswegen gehen wir auch nicht hier entlang. Diese Löcher sind nämlich ziemlich gefährlich. Wir nehmen den konventionellen Weg. So. Die Ratte ist tot. Da hinten sieht man noch so einen Abfluss, den wir nicht gehen werden, nicht nehmen werden. Denn der führt auch nur ins Verderben. Beziehungsweise das ist der Abfluss, den wir von der anderen Seite, also bevor wir durch die Nebelwand gegangen sind, gesehen haben. So, wir gehen lieber erst einmal hier entlang und könnten nun hier oben die Kammer der riesigen Ratte betreten. Aber das ist etwas, was wir auch nicht machen. Wir nehmen jetzt erst einmal ganz, ganz hasenfüßig den Weg zurück zur Küche. Weil hier ja nun alles tot ist. Ich dachte schon, die lebt noch, aber wir müssen eh hier hoch. Weil hier ja alles tot ist. Wenn wir einfach hier entlang gehen. So. Hier weiter, hier hoch. Ja, ich gehe aus bestimmten Gründen zurück zur Küche. Aus vielen bestimmten Gründen. Weil da war ja noch eine Luke hinten, die versteckt war. Und durch die springen wir jetzt dann. Erst einmal machen wir aber mit dem Kanalkammerschlüssel hier die Tür auf. Wir haben schon das Leuchtfeuer gesehen, was ich jetzt nicht aktivieren werde. Sondern ich werde mich einfach hier erstmal zurückziehen. So. Die Leiche hier hatten wir bereits geplündert. Jetzt müssen wir hierher zurück. Hier hätten wir übrigens auch gut gegen die Metzgerin, ja, diese hier kämpfen können. Steht unser Freund eigentlich noch hier rum? Ja, tut er. Aber jetzt nehmen wir erst einmal den Weg hier. Dummdi-dumm, so. Und zwar diesen Weg hier hinten. Hier lassen wir uns jetzt einfach runterfallen. Und sind auf einem Schädelhaufen, also dem Abfall der Köchin. Und sind jetzt direkt über Big Ratti. Und der großen Ratte schießen wir jetzt einfach in den Kopf. Ja, das ist die nicht ganz so tolle, mit ganz so ehrliche Methode, aber es ist die einfachste, weil die Ratte hat es faustdick hinter den Ohren. Die hat Sturmangriffe und weiß der Kuckuck was alles. Und bösen Fähigkeiten, Angriffen. Deswegen ist sie von unten anzugehen, Raptor Selbstmord. So, Ratte tot. Hat sogar was gedroppt. Der zweite Grund, warum wir hier oben sind, ist, hier ist noch ein Gegenstand, der wichtig für uns ist. Nämlich liegt er genau da hinten. Hier liegt ein Spinnenschild. Genau, das nehmen wir an uns. Hier ist übrigens die Brücke, auf der wir gegen die Schleime gekämpft haben. Die verläuft also direkt über der Ratte, Riesenratte entlang. Und hier springen wir jetzt einfach runter. Sacken die Menschlichkeit ein, die die Ratte hatte. Und da hinten die Seele. Und hier wäre der Gang, wo wir vorhin gerade eben schon waren, zu der Ratte. So, als nächstes müssen wir, weil wir keinen anderen Weg weiter haben, hier runterrutschen. So. Gehen kurz um die Ecke und töten das Viech da. Damit uns das nicht in den Rücken fällt. Weil jetzt kommt gleich die erste interessante Begegnung. Mit einem Gegner.
Also nein, ich meine nicht die Ratten. Komm her, Ratti. Genau, er kommt schon. Invasion, Finstergeist, Kirk. Und da ist er auch schon, das rote Phantom. Das ist ein NPC-Phantom, ein böses. Und eigentlich will ich nicht unbedingt mit einer Ratte und ihm gleichzeitig kämpfen. Weil er kann ziemlich auch schmerzhaft sein. So. Ausdauer kommt zurück. Ich brauche dich. Ja komm, schlag noch mal zu. So, und wir haben Kirk besiegt. Dadurch kriegen wir erst einmal einen guten seine Seelen, die er zu dem Zeitpunkt dabei hatte. Also fast 6000. Und wir kriegen Menschlichkeit von ihm und ein Stachelschwert. Sehr gut. Gut, jetzt gehen wir erst einmal kurz hier weiter. Töten die Ratte. Schalten den Schleim hier aus. In der Hoffnung, dass er uns noch was bringt. So. Ja, und er droppt eine große Scherbe. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei von der Sorte. Wir können hier die Treppe hochrennen. Erstmal kurz. Und die Abkürzung aufmachen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Also wir sind wieder beim Raum mit der Riesenratte. Gut, wir haben jede Menge Seelen. Und was ich jetzt mache, könnte man ein bisschen als riskant bezeichnen. Aber ich werde jetzt zurückgehen, wo wir gegen Kirk gekämpft haben. Und dort weitergehen, wo wir gerade das Glubschaugenviech, was ein Basilisk sein soll, besiegt haben. Nämlich hier entlang. Hier müssen wir die Treppe hoch. Und sehen da schon wieder Basilisken. Einen können wir durchs Gitter durch erstechen. Einer rennt jetzt hier lang, um uns zur Angst zu machen. Den anderen erstechen wir hier. Und zwar erstechen wir sie schnell, weil sie einfach nichts aushalten. Am besten ist es auch noch, sie auf Fernkampf zu halten. So. So. Weil wenn sie etwas machen, dann ist das eine Todeswolke spucken. Genau diese da nämlich. Und aus der sollten wir uns schnell verdrücken. So, dem schießen wir in den Rücken, wenn wir es können. Nein, da müssen wir noch einen Schritt vor. So. Genau. Den nächsten können wir auch so anballern, hoffe ich mal. Gut. Und locken sie damit mal einzeln hoch, um sie einfach mal zu erstechen. Weil wie gesagt, ihre Todeswolke ist tödlich. Also die ist wirklich tödlich. Deswegen nicht drin stehen bleiben.